Eine beeindruckende, verrückte Zeit geht hier zu Ende in Austin. Die South Bay hat viele bunte Erinnerungen hinterlassen. Jetzt beginnt die Music Conference. Hier entwickelt sich Austin zu einer riesigen Tanz- und Partymeile. Mitten im Trubel erkenne ich eine Hamburger Band. Meute mischt Austin auf. Die unterschiedlichsten Musikstile sind hier vertreten. Mir bleibt zum Abschluss noch einmal zu resümieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich abschließend sagen kann zu diesem Trip bei der South by Southwest. Es war wieder enorm, das, was man hier mitgenommen hat. Und viele Dinge, die hier besprochen werden, die werden auch kommen. Artificial Intelligence war eines der Top-Themen hier. Und ich habe versucht, nach einem Bild zu suchen, wie man das am besten erklären kann, was Artificial Intelligence in Zukunft für uns bedeutet. Und ich will mal hier in diese Steine reinmalen. Es gibt hier einen River und es gibt hier einen River. Und hier wohnt jemand und hier wohnt jemand. Eigentlich sind die beiden überhaupt nicht miteinander connected. Aber mittels Artificial Intelligence kann es plötzlich möglich sein, dass Connections entstehen, die Welten miteinander verbinden, die es vorher noch nicht verbunden gab. Und ich glaube, vieles von dem kann man mit dem menschlichen Gehirn gar nicht verarbeiten. Und ich glaube, wir brauchen in Zukunft sehr viel Zeit, um, wenn wir wieder zu Hause sind im Büro, darüber nachzudenken und zu reflektieren, was das alles bedeutet. Weil es wäre nicht schlimmer, als hier weiterhin auf seiner Insel der Glückseligkeit zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert. Man muss das Heft selber in die Hand nehmen. Soweit meine Learnings hier von der South by Southwest.